Ja, herzlich willkommen zu einem Zweiergespräch. Ulrich Seibert ist hier zu Gast. Mein Name ist Renate Börger. Ich habe 30 Jahre beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, bei Bayern 2 Radio. Jetzt bin ich ehrenamtlich noch bei Radio Lora, unserem freien Radio in München. Und dort sind wir ja auch Kollegen. Und damit gebe ich das Wort an dich weiter. Mein Name ist Ulrich Seibert. Ich bin eigentlich in diesem System sehr konform groß geworden, habe BWL studiert in meiner Jugend und bin seit etwa ja, 10 Jahren jetzt inzwischen freier Autor. Ich bin eigentlich jemand, der sich gerne mit Mystery beschäftigt, der in der Richtung einige Romane geschrieben hat und auch noch immer noch im Petto hat. Und es kamen dann wieder Ausflüge ins Sachbuch, die sich dann mit der Politik sehr stark beschäftigt haben, was alles zusammenhing mit den ganzen Entwicklungen der letzten 40 Jahre, die ich doch auch sehr bewusst mitgekriegt habe und die ganz deutlich in eine völlig falsche Richtung gehen. Und das hat sich jetzt auch deutlich bestätigt. Die Entwicklung in der Welt, egal wo man hinschaut, nichts ist irgendwie besser als vor 40 Jahren. Alles ist irgendwie schon in einem ganz eindeutigen Kurs, der unserem Planeten nicht weiterhilft, den wir ihn als Lebensgrundlage behalten wollen. Und daraufhin habe ich dann erstmal ein Buch geschrieben, das hieß Die Diktatur des Monetariats. Da ging es, das war eigentlich, ist entstanden aus einer Vortragsreihe, die ich hier in Fürstenfeldbruck mal gehalten habe. Und da wurde ich auch gefragt, wo man das alles nachlesen könnte, was ich da so erzählt habe. Und es gab eigentlich kaum Kompendien drüber, die leicht verständlich waren. Inzwischen gibt es einiges auf dem Markt, aber damals halt noch nicht. Und so habe ich das dann mal geschrieben. Und dann kamen die Radiosendungen bei Radio Lora. Also im Neoliberalismus geht es wie in dem alten Manchester-Kapitalismus darum, Marktmacht zu gewinnen, weil nur der, der Marktmacht hat, kann die auch nutzen, um sich selbst quasi die besten Gewinne und die Voraussetzungen und seine Vorstellungen am ehesten durchzusetzen. Und auch bei Radio Lora ist es eine Sendereihe, die jetzt inzwischen seit über einem Jahr läuft. Ich habe jetzt 16 Sendungen gemacht und stehe immer noch im ersten Teil, nämlich was ist Neoliberalismus eigentlich, was hat er für Auswirkungen? Es kommen dann noch ganz viele Teile, wer die Personen sind, die Akteure, die Strippenzieher und so weiter. Kommt ein Teil über die Maßnahmen, wie sie das alles gemacht haben, wie sie das umgesetzt haben, wie das gemacht wurde. Oder setzen heute mal da an, dass wir voraussetzen, das Wissen darum, oder bei manchen ist es vielleicht auch nur eine Ahnung, dass wir so nicht weiter wirtschaften können, dass das Große immer konzentrierter wird und immer größer. Jetzt bleiben nur noch 5 Digitalkonzerne übrig, die wie Amazon zum Beispiel unser gesamtes Lebens- und Elementargüter den Bestand organisiert. Und wir haben eine Globalisierung, die fast gar nicht mehr in Frage gestellt wird, wo aber vor allen Dingen die Gewinner immer mehr gewinnen und die Verlierer immer mehr verlieren. Und wir fragen uns halt jetzt heute ja vor allen Dingen, wie wir zu einem lebensbejahenden Wirtschaftsmodell finden könnten, wie es möglich sein kann, dass wir einen wirklich beherzten Transformationsweg finden und nicht nur uns mit kleinen Reformchen zufrieden geben, sondern einen wirklich beherzten Weg in eine lebensbejahende Wirtschaftsform, die uns einerseits zur Mäßigung bringt als Menschheitsaufgabe, Mäßigung im Konsum, im Ressourcenverbrauch, aber andererseits auch zurückbringt die Liebe zur Fülle des Lebens, die Liebe zum Selbsttun, zur Bescheidenheit, zum wiederbelebten Gemeinwesen, zur Erinnerung an unsere Verfassungswerte, an unsere ethischen Werte, die wir ja alle eigentlich auch in unserem Alltag leben. Und uns beiden ist, glaube ich, gemeinsam, dass wir finden, dass dieses Wirtschaftssystem, ob man das nun neoliberal nennt oder kapitalistisch, ganz viel von diesen Werten wirklich ganz tief erodiert hat, gestört hat, sogar zerstört hat und so viele andere Anreize setzt, dass man sagen kann, systemisch, so würdest du es, glaube ich, auch sagen, ist uns gar kein wirklich bescheidenes Wirtschaftssystem möglich, weil dieses Wirtschaftssystem Wachstum ganz zwanghaft in sich ja, zum System gemacht hat. Im Wirtschaftswachstum wird Geld zu mehr Geld, wird die Anfangsinvestition zu einer Rendite. Und das zwingt uns natürlich zu immer mehr Konsum und immer neuen Innovationen und mehr, mehr, mehr und Bedürfnisse schaffen. Also es ist nicht der Weg möglich, sich zu bescheiden, sich zu mäßigen, Dinge mehr zu reparieren, Dinge mehr selbst zu machen und wegzukommen von diesem schneller, weiter, mehr. Ja, und jetzt sitzen wir hier und wollen uns mal Gedanken machen, was für uns eigentlich der Weg ist, wie wir Menschen gewinnen und wie er dann auch politisch aussähe.
Wenn wir keine Vorstellung davon haben, wie wir das jetzige System überwinden könnten, dann haben wir auch keine Widerstandskraft, dann haben wir keine Kraft, auf diesem Weg zu gehen. Und ich finde schon an dieser Stelle, dass wir sehr viele Vorstellungen haben, weil ich glaube, beim gesunden Menschenverstand und in jedem elterlichen Alltag von morgens bis abends sind wir ja soziale Wesen, die gerne kooperieren. Wir sind Wesen, die sich gerne kümmern. Wir sind Wesen, die sich gerne sorgen um das Lebendige und um das Dinge sich entwickeln und wachsen können und dass wir miteinander gedeihlich zusammenleben. Und das steht ja auch in unseren Verfassungen. Deswegen finde ich es ein ganz wichtiges Bein, sich zu erinnern, dass wir das meiste für einen ethischen Welthandel, ein ethisches Wirtschaftssystem längst haben. Unsere Bayerische Verfassung sagt ja sogar, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und das steht weltweit in den Verfassungen. Man muss sich das mal so vor Augen führen, dass das eigentlich überall verankert ist und auch in allen indigenen Kulturen. Das ist wirklich eine große Gemeinsamkeit, dass Menschen ein Gefühl dafür haben, was ist ein Gemeinwesen, was ist eine Gemeinwohlorientierung und was ist auch eine gewisse Rechenschaftspflicht gegenüber dem öffentlichen Interesse, um das jetzt etwas abstrakter auszudrücken. Und ich finde, das eine ist die Erinnerung an das, was wir schon haben. Und das andere, da sind wir uns auch einig, ist die etwas größere Fantasie, die wir brauchen, um uns vorzustellen, wie könnte es Also gehen. Und absolut da haben wir dankbar. einerseits schon einen guten Werkzeugkasten an Institutionen, also vom TÜV, den man ja auch anwenden könnte für reparaturfreundliche Produkte. Oder eine andere Form von Mobilität, eine andere Form von Produktion überhaupt, bis überhaupt zu Bürgerräten, zu demokratischen Verfahren, aber auch die Prinzipien Cradle to Cradle, dass man also ganze Lieferketten kreisläufförmig einrichtet, dass man Produkte so gestaltet, dass sie komplett wiederverwendbar sind. Auch in deinem Buch ist ja da alles möglich, auch dargestellt. Aber dennoch, natürlich brauchen wir etwas Fantasie, um uns wirklich zu lösen von der Vorstellung, der Kapitalismus hätte keine Alternative. Also das, was du jetzt angesprochen hast und ich angesprochen habe vorhin, das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Stiefel. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist das gesellschaftliche Zusammenleben. Und ich habe vorhin von dem Ich Wirtschaftssystem spreche auch von dem gesprochen. Wirtschaftssystem. Ja, aber das Wirtschaftssystem ist wieder, das ist ja wieder eine eigene Sache. Das Wirtschaftssystem behandelt ja, wie quasi die geschäftlichen Beziehungen untereinander geregelt sind, wie der Mensch zu Einkommen kommt, wie der Mensch seinen Lebensunterhalt bestreiten Ja. kann, wie die Produktion organisiert ist. Die Produktion ist ja quasi die Basis für jegliche Zivilisation, weil wenn nichts produziert wird, dann hast du auch keine Nahrungsmittel, dann hast du kein Wasser, dann hast du kein Internet, dann hast du gar nichts. Also Produktion ist quasi die Basis für jegliche Zivilisation. Produktion muss organisiert sein. Und die Einkommensströme, die daraus erwachsen, müssen organisiert sein. Und das macht das Wirtschaftssystem. Und wenn wir da in die Geschichte zurückschauen, dann muss ich dir widersprechen. Es gab noch kein, in der Geschichte der Menschheit gab es noch kein Wirtschaftssystem, das funktioniert hätte, das quasi menschenfreundlich gewesen wäre. Ob du jetzt zurückschaust zu den alten Ägyptern, da gab es im Wesentlichen die landwirtschaftlich basierte Gesellschaft und 3 bis 6 Monate im Jahr mussten Menschen zur Zwangsarbeit quasi und ihre Dienste beim Bau von Pyramiden und Tempeln und sonst was abliefern. Übers alte Rom, bis hin zum Merkantilismus und Frühkapitalismus oder Absolutismus, wo du auch hinschaust, du findest nirgendwo ein Wirtschaftssystem, das in dem Sinne die menschlichen Qualitäten betont, wie du sie jetzt angesprochen hast. Was dafür spricht, dass es immer diese Machtverhältnisse gab, also dass es jetzt nicht die Menschheit gab, sondern seit Beginn der Möglichkeit aus mehr, zum Beispiel aus mehr Geld, mehr zu machen oder über das Eigentum sich Arbeitskraft anzueignen. Also sobald Menschen nicht mehr Nomaden waren und die Möglichkeit hatten, eben sich zu bereichern, gab es dieses Problem, dass Menschen, die sich bereichern, durchsetzen konnten gegenüber denen, die das nicht, Das die ist das andere richtig. nicht durchsetzen konnten. Also die Frage der Machtverhältnisse beschäftigt uns jetzt da natürlich schon vor dem Aber Kapitalismus. absolut, ich meine, es gibt da ganz interessantes Dokument aus der Bronzezeit, das sich schon mit diesem Problem der Kapitalakkumulation beschäftigt und den negativen Auswirkungen für die ganze Bevölkerung. Dieses Dokument heißt Bibel, ist, glaube ich, in dem Fall eins der Bücher, eins des Deuteriums, also Bücher Moses. Und da geht es speziell um die
Also Jubeljahre hießen sie ursprünglich, den Begriff hat die Kirche dann zweckentfremdet. Und heute werden sie, glaube ich, in der Theologie als Erlassjahre bezeichnet, wo dann quasi alle 50 Jahre, also alle Jubeljahre in dem Sinn, es ist zu einer Art Vermögensreform und Landreform kam, wo Schulden erlassen worden sind und Ländereien neu zugeteilt wurden, dass jeder wieder von vorne anfangen konnte. Ob das System jemals in der Praxis realisiert worden ist, ist, glaube ich, historisch umstritten. Aber es gab damals schon die Bestrebungen, das im Sinne der Allgemeinheit zu regeln. Du hast vollkommen War recht. aber auch wieder nur eine Bestimmung zum Einhegen oder zum Reformieren oder zum Ausgleichen, hat aber nichts an dem grundsätzlichen System geändert, sondern nur versucht, hinterher das ein bisschen gerechter zu gestalten. Richtig. Also müssen wir doch die Möglichkeit der Bereicherung in einer aufgeklärten Demokratie im Auge behalten. Wir müssen im Auge haben, wie ticken wir Menschen, was macht uns anfällig. Wir sind, sagen wir mal ganz negativ, suchtanfällig, wir sind konsumanfällig, wir sind machtanfällig, wir sind anfällig für schnelle Bereicherung. Wir sind aber auch kooperative Wesen, wir sind gerne aktive Bürger, wir sind gerne sorgende Eltern und überhaupt gerne Menschen, die ihr Gutes abliefern wollen, die ein gutes Tagewerk vollbringen wollen. Und dann würde es jetzt darum gehen, in einem ehrlichen System sowohl nicht zu positiv ein Menschenbild, den idealen Menschen oder so vorauszusetzen, aber andererseits auch endlich die Klugheit, die wir da angesammelt haben, unsere Erfahrungen, alles, was du jetzt auch erzählst aus der Menschheit und aus der Kulturgeschichte, zu sagen, okay, wir brauchen ein gutes System mit Checks and Balances. Wir müssen die Kooperation anreizen statt abreizen. Wir müssen Macht kontrollieren. Wir müssen verhindern, dass sich Eigentum, Geld oder Macht akkumulieren, also vermehren und immer mehr konzentrieren kann. Das heißt, wir haben ja eigentlich die Kriterien an der Hand, wie es zu bewerkstelligen wäre und was wir dafür brauchen. Ich widerspreche nicht. Ich sage nur, das sind die gesellschaftspolitischen Kriterien. Und wir müssten jetzt natürlich einen Weg finden, das zu übersetzen in wirtschaftliche Kriterien. Das ist eine Frage vielleicht nur der Ordnungspolitik. Vielleicht ist es ganz einfach, aber ich bin da noch nicht so ganz überzeugt, weil ein Wirtschaftssystem ist ja ein allumfassendes Instrumentarium. Da geht es ja los beim Geldsystem. Es geht los bei der Frage des Eigentums. Und das sind alles Fragen, die erstmal, bevor du das Wirtschaftssystem aufbauen kannst, auf gesellschaftspolitischer Ebene geklärt werden müssen. Wir wissen um die verschiedenen Formen von Eigentum, dass familiäres Eigentum die Eigeninitiative fördert und über ein überschaubares Eigentum ist und zu begrüßen. Dass es Genossenschaftseigentum gibt, eine spezielle Form. Es gibt gemeinschaftliches Eigentum, es gibt öffentliches Eigentum, also in öffentlichen Betrieben, zum Beispiel unsere landwirtschaftlichen Güter der Stadt München. Es gibt Eigenbetriebe der Stadt München, wie zum Beispiel die Wasserversorgung. Und dann wird es mit GmbHs und so immer abstrakter und immer größer. Und eigentlich, glaube ich, können wir schon sagen, wenn wir das jetzt auch gesellschaftlich sehen, je größer das Eigentum, desto problematischer wird es, weil wir dann nicht mehr die Überschaubarkeit haben, weil wir dann nicht mehr zuordnen können, die Verantwortung. Wäre eigentlich schon mal eine gute Richtschnur. Und was das Geld betrifft, habe ich schon eine Vorstellung von einem demokratisierten Finanzwesen, wie es zum Beispiel eine ganz normale Sparkasse vormacht. Und eine ganz normale Sparkasse hat einen öffentlichen Aufsichtsrat. Da sitzt die Stadt oder die Kommune mit drin. Da könnte man das erweitern in Richtung, dass man auch bei den Krediten ein öffentliches Ja, Auge darauf wirft. ich Man verstehe dich. könnte Ich verstehe dich. diese ganze entfesselte Finanzmarktentwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, auch wieder zurückführen auf das, wo wir sehen, Nein. das war ein sinnvolles Finanzsystem, Sparkasse. Wenn man dieses Finanzwesen nicht überwindet, also dass der Kapitalgeber aus Geld mehr Geld machen können, indem sie als Aktionäre und als Vermögensverwalter einfach über das Geld bestimmen. Das Geld muss auf den Markt vertrauen, sondern es ist genau umgekehrt. Der Markt funktioniert ja nur, weil er Vertrauen in das Geld hat. In dem Moment, wo der Markt kein Vertrauen mehr in das Geld hat, funktioniert auch der ganze Markt nicht mehr. Also das Geldsystem ist quasi auch schon eine Meta-Organisation für die Menschheit. In dem Moment, wo das Geldsystem erfunden worden ist, ging es ja auch mit der menschlichen Zivilisation, ist jetzt was technologisch gesehen und versorgungsmäßig ganz steil nach oben. Also das Geldsystem ist schon unabhängig
unabhängig vom Markt eine eigene Größe. Und das ist halt die Frage, wenn wir kein Geldsystem mehr haben, das funktioniert, weil es keinen Wert mehr hat, dann müssen wir was anderes finden. Ich spreche von einer, davon, ja, wir brauchen tatsächlich neue Vorstellungen von bewusster Planung, weil wir ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, bewusst wirtschaften wollen. Wir wollen ja ökologisch wirtschaften. Wir wollen ja, das schreibst du ja in deinen Büchern, da müssen wir 60% runter vom Konsum. Das heißt, wir brauchen sowieso ein wirklich sehr, sehr anderes Wirtschaften, eine sehr, sehr reparaturfreundliche Wirtschaft, ein ganz anderes, eine ganz andere Haltung zum Verbrauchen, zum Leben, zum Selbermachen. Und dazu brauche ich sowieso die Menschen. Und dann ist es doch auch toll, wenn ich die Menschen gleich auch dafür begeistere, dass wir zum Beispiel der Ernährungsbeirat in München oder Beiräte, dass wir partizipative Verfahren haben, die darauf schauen, dass es eben nicht so wird wie in so einer zentralistischen Planungsbehörde, wo undurchsichtig irgendwas durchgepowert wird, sondern eben schon anspruchsvoll. Ich weiß, das muss jetzt erstmal wieder neu gedacht werden. Wir brauchen unsere Fantasie. Aber vom Grundsatz her sagst du doch auch, wir müssen ja das, was heute unbewusst der Markt in Richtung Konzentration und immer mehr macht, müssen wir durch Bewusstsein ersetzen. Da kommen wir um so etwas wie eine Planung oder eine Gesellschaftlichkeit nicht herum. Ich spreche nicht davon, wie verteilen wir jetzt diese Reichtümer, die wir da letztendlich kriegen, aus diesem System, sondern wie gestalten wir alles um? Das ist eine komplett andere Frage. Sondern, du hast jetzt die Zahl genannt, 60%. Ja, das kommt daher durch den, um es ganz kurz zu erklären, durch den Earth Overshoot Day. Der liegt in Deutschland im Jahr 2021, also letztes Jahr lag der bei, ich glaube, 8. Mai für Deutschland. Das heißt, also am 8. Mai haben die Deutschen ihren Anteil an den erneuerbaren Ressourcen verbraucht. Und alles, was sie da nach dem 8. Mai konsumiert haben, haben wir konsumiert zu Lasten der Substanz des Planeten. Daraus ergeben sich die 60%, die wir reduzieren müssen. Und diese Reduzierung ist teilweise relativ einfach möglich, allein durch zum Beispiel den Gedanken der Suffizienz. Das, was du vorhin genannt hast, diese Kreislaufwirtschaft beispielsweise, ist eine ganz massive Komponente, die das ermöglichen kann. Suffizienz ist so eine Komponente, ohne jetzt im Moment drauf einzugehen. Kann man das mit Genügsamkeit übersetzen? Vielleicht. Es ist ein eigener Begriff, der auch in der Wikipedia hinterlegt ist, den habe ich nicht erfunden. Aber es ist nicht unbedingt Genügsamkeit, weil Genügsamkeit heißt ja irgendwo Bescheidenheit, Verzicht. Allerdings Suffizienz ist nicht unbedingt auf Verzicht ausgelegt. Suffizienz heißt einfach, dass du im Prinzip den gewohnten Lebensstandard beibehalten kannst, aber unter gleichzeitiger Minimierung des Verbrauchs, weil wir quasi diese geplante Obsoleszenz in der Industrie haben, die ja dafür sorgt, dass eine Maschine nach spätestens 5 Jahren so kaputt geht, dass Reparatur sich nicht mehr rentiert, weil sie ja quasi das Wachstum, das wir brauchen, das die Industrie auch braucht, um weiter bestehen zu können, ja quasi auf die Weise generiert. Und davon müssen wir tatsächlich wegkommen, weil Wachstum hat immer mit Ressourcenverbrauch zu tun. Erklär doch dann nochmal, wie du dir das vorstellst, ein Wirtschafts- und Finanzsystem, das diesen Wachstumszwang ausbaut. Das muss ja ein System sein, das quasi von der Bevölkerung der Welt getragen wird, weil das Problem ist global. Selbst wenn wir hier in Deutschland eine Lösung für uns finden, hilft es uns als Menschheit überhaupt nichts, weil die Menschheit ist ja viel größer als die 80 Millionen Deutschen, die es hier gibt. Und die Deutschen lagern ihre Probleme ja im Moment aus. Ich meine, wir haben jetzt ein großes Wachstum hingelegt. Seit 1990 haben wir das Bruttoinlandsprodukt verdreifacht. Wir haben gleichzeitig CO2 nach unten gebracht, Methan nach unten gebracht und so weiter. Aber wir haben das gemacht mit Tricksereien, indem wir nämlich diese ganzen CO2-Ausstoß und Methan und so weiter ins Ausland verlagert haben. Also indem der Regenwald in Brasilien abgeholzt wird, um dort Sojafelder anzulegen, die dann bei uns wieder in die Fleischproduktion fließen. Damit verlagern wir doch den CO2-Ausstoß statistisch gesehen nach Brasilien. Also das ist doch keine Lösung. Also wir müssen quasi wir müssen global denken. Ja, natürlich. Ich habe schon Vorstellungen davon, wie das gehen könnte. Wir haben ja Vorstellungen wir haben zum Beispiel die Fairtrade-Prinzipien. Wir haben ja übrigens auch Modelle der Planwirtschaft in den großen Konzernen. Es gibt ja dort die Strukturen,
die sich bewährt haben. Ich will auch gar nicht weg von manchen marktwirtschaftlichen Elementen. Es kann ja eine maßvolle Nutzung von Markt oder von Marktwirtschaft geben. Ich will nur weg von diesem kapitalistischen Finanz- und Eigentumssystem, was halt diesen Wachstumszwang ja praktisch erzwingt, und Richtig, das will auch ist. das Erfindertum, den Erfindergeist, unseren Geist, unsere Intelligenz, alles das endlich nutzen können. Wir haben ja diese Forscher, wir haben diese Institutionen, wir haben diese Intelligenz und wir haben auch Erfahrungen mit Kooperation und mit unseren Institutionen wie World Trade Organization, die WTO, oder die Internationale Labour Organization, die Arbeitsorganisation. Das sind ja alle Strukturen, die da sind. Wir müssen sie nur anwenden und müssen leider denen, die heute in diesem Finanzmarkt die Vermögenden und Besitzenden und Herrschenden sind, denen müssen wir leider diese Herrschaft wegnehmen. Das ist natürlich eine quasi revolutionäre Erfordernis, wo man sagen kann, oh, das wird schwierig. Deswegen wäre es für mich auch wichtig, darüber zu sprechen, wie ist das zu schaffen. Aber ohne das kann ich es mir schlicht nicht vorstellen. Man muss natürlich den Privilegierten auch Privilegien wegnehmen, um die Struktur zu Das ändern. ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass du immer noch ein Wirtschaftssystem brauchst. Welche Produktionsfaktoren, um was draus zu machen, wie wird es dann verteilt? Das ist im Prinzip das Stichwort Allokation. Und diese Prinzipien müssen ersetzt werden. Du kannst nicht das eine Prinzipien streichen und sagen, okay, das hauen wir jetzt von Bord, ohne ein Ersatzprinzip dafür zu haben. Deswegen denke ich, wir bräuchten, bevor wir ein Wirtschaftssystem über Bord schmeißen, erstmal ein Alternativwirtschaftssystem, das in Modellversuchen entwickelt wird, das sich bewährt, wo die Le Menschen sagen, okay, das funktioniert, das nehmen wir. Weil ohne die Akzeptanz der Menschheit, ohne die Akzeptanz der Bevölkerung kannst du ein System nicht ändern. Es geht einfach nicht. Also da bin ich ganz bei dir. Wir müssen natürlich erstens wirklich mit viel Fantasie weiterdenken, und uns ist das natürlich auch ausgetrieben worden, eben mit dieser Keule, oh, das ist ja Planwirtschaft, wurde das praktisch völlig abgeschnitten, diese wichtige Diskussion, wie denn eine Alternative aussehen könnte. Aber ich bin trotzdem jetzt nicht so pessimistisch, dass wir nicht schon sehr viel haben. Wie gesagt, also Fairtrade-Prinzipien, die funktionieren ja auch weltweit, und da findet auch Allokation der Ressourcen statt, also eine Zuordnung von Auch Ressourcen. da würde ich jetzt widersprechen, Fairtrade funktioniert in dem Sinn eben auch nicht. Weil Fairtrade zum einen, im Extremfall beispielsweise schaust du die eine Weltläden an, die funktionieren doch auch nur, weil die Mitarbeiter dort ehrenamtlich arbeiten. Naja. Also die können doch jetzt auch wiederum für die Menschen, die da drin arbeiten, kein Einkommen generieren. Und zum Zweiten, viel wichtiger ist der Punkt, dass die Fairtrade-Idee ja auch nur im Punkt auf den Unternehmer, beispielsweise auf den Kaffeebauern in Kenia jetzt abzielt, der quasi das Unternehmen leitet, dem es gehört. Das sagt aber noch nichts darüber, dass die Angestellten von dem, die bei dem arbeiten oder die Arbeiter auch fair bezahlt werden. Das sagt Fairtrade nicht und das garantiert Fairtrade auch nicht. Also auch da ist es immer noch der unternehmerische, marktwirtschaftliche Ansatz im Vordergrund, der das System als solches stützt. Du zahlst ein bisschen mehr, damit ein Unternehmer, der ansonsten schwächere Chancen auf dem Markt hätte, damit eine Chance bekommt. Ja, aber Das ist das, was Fairtrade leistet. Es ist auch gut, dass Fairtrade das das hängt doch leistet. damit zusammen, dass Fairtrade konkurrieren muss mit Billigkaffee. Also gerade Kaffee ist ein gutes Beispiel. Wir hatten in den 70er Jahren, gab es bei den Vereinten Nationen einen sehr beherzten Versuch, einen Verhaltenskodex, einen bindenden Verhaltenskodex für nicht nur Kaffee, sondern überhaupt Unternehmen weltweit einzuführen. Und es wurde halt einfach immer systematisch verhindert. Wir haben halt immer im Endeffekt nur freiwillige Abkommen bekommen, also Kofi Annan und Global Impact und Global Compact, und immer nur freiwillige Selbstverpflichtungen. Und dafür haben einfach diese, sage ich jetzt wieder, Machtverhältnisse mit dem entsprechenden Lobbyismus dahinter Richtig. gesorgt. Aber das war auf dem Weg. Das war auf dem Weg. Wir hatten mal ein sehr gutes Kaffeeabkommen. Und dann würde eben nicht ein Fairtrade-Kaffee konkurrieren müssen gegen einen 4-Euro-Kaffee. Wobei wir natürlich wieder jetzt natürlich an dem Punkt sind, dass das Ganze natürlich als Gesamtes diskutiert werden muss. Weil wenn Richtig. jetzt Leute sofort einen Schrecken kriegen, oh Gott, dann müssen wir alle 7 € für den Kaffee bezahlen, das kann ich mir nicht leisten. Aber jetzt sind wir wieder bei der Frage. Wir kommen natürlich nicht drum rum, dass wir dieses Discounter-Prinzip, das uns heute einen 3-Euro- oder 4-Euro-Kaffee in das Aldi-Regal spült, und dann haben wir daneben diese Gutmenschen-Nische mit dem 7-Euro-Fairtrade-Kaffee, ja,
Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht mehr Absolut, geht. Das ist eine absolut. sogenannte imperiale Lebensweise. Das Richtig, ist, ja. das können wir nicht halten. Und das ist natürlich auch, dem läuft natürlich parallel, dass Menschen hier auch von ihren Einkommen immer weniger kaufen können oder ihre Kaufkraft schwächer wird. Deswegen, da sind wir uns sicher auch einig. Du sagst es ja auch, wir müssen natürlich schon das System oder diese beherzte Transformation so denken, dass Menschen sich diese Lebensmittel zum Beispiel dann auch leisten können. Deswegen sind es wieder, sind wir am Anfang, die Frage der großen Mäßigung, die einen wirklich großen gesellschaftlichen Diskurs oder eine Diskussion braucht. Was Weißt ist du, verdient? Was ist gerecht? Wie wollen ja. wir es machen? Aber um eine, wie soll ich sagen, einen Plan, dass wir wieder sagen, wir möchten planen, in welche Richtung es gehen Die soll. Welt, wir sind ja auch deutlich weiter. Wir haben eine ganz andere Computer, die ganz Zum anderes planen Beispiel. und rechnen können als damals. Aber ich denke, wir müssen unabhängig davon jetzt erstmal eine Vision kriegen von dem, wie die Welt eigentlich in 100 Jahren oder in 50 Jahren aussehen Und da soll. bin ich ganz der Meinung, dass wir eine solche Fülle haben, eine solche Fülle auf unserem Planeten, eine solche Fülle an Intelligenz, an Ressourcen, an Boden, dass wenn wir das nicht zerstören, diese Fülle, und zerstört wird sie von dieser Plünderungsökonomie, ja, dann haben wir eine Kreislaufwirtschaft, eine Gemeinwohlwirtschaft, eine menschenorientierte Wirtschaft. Es ist, glaube ich, das, was uns jedem einleuchtet, dass wir etwas Lebensbejahendes brauchen, wo das, was die Lebendigkeit oder was das Leben nicht zerstört, sondern fördert, gefördert und angereizt und belohnt wird. Und das andere wird nicht belohnt, nicht angereizt, vielleicht sogar verboten, da wo es nötig ist. Da sind wir uns schon einig, oder? Definitiv, und zwar deswegen, ob wir das wollen oder nicht, weil uns die Zeit davonläuft. Ich meine, es gab jetzt vor einigen Tagen, ist der letzte IPCC, also Weltklimaratbericht, rausgekommen, der ganz klar gesagt hat, dass wir nur noch, ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht mehr, aber 1 bis 5 Jahre haben, um den Kipppunkt, ab dem dann der Planet für uns als Lebensgrundlage verloren ist, noch zu vermeiden. Und also wir müssen umsteuern, wenn unsere Kinder und Enkelkinder noch irgendwo eine Chance haben wollen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, aber jetzt schau dir die Welt an. Die Welt weiß jetzt seit den 70er Jahren, also seit 50 Jahren, was Sache ist. Dieser Club of Rome hat damals das MIT beauftragt, mal eine Prognose zu machen, wie es mit der menschlichen Zivilisation, wie wir sie kennen, weitergeht, wenn wir so wirtschaften wie bisher. Und in den 70er Jahren ging es ja noch in ganz anderen, noch lange nicht so neoliberalen, also da gab es den Begriff Neoliberalismus, in dem Sinn, wie er heute benutzt wird, noch gar nicht. Es hat sich ja seitdem massiv exponentiell alles dynamisiert, die ganze Entwicklung. Also es ist so, wir müssen jetzt was ändern. Aber wenn du dir die anschaust, was geschehen ist in den letzten 50 Jahren. Du hast recht, die Ideen sind da. Wir haben Mülltrennung. Haben wir vor 50 Jahren auch schon angefangen damit. Also wir haben bisher als Menschheit versagt, dieses Problem zu lösen. Und wir haben auch die Lösung in keiner Weise irgendwo in Aussicht. Wo sind denn unsere Prioritäten? Anstatt sich um diese Sache zu kümmern, Klimawandel, Artenschutz, Wasser, Müll, alles das hängt ja alles zusammen. Das ist ja alles an Auswirkungen von unserem riesigen Konsum, von unserem riesigen Ressourcenverbrauch. Es ist nicht mal ansatzweise, dieser IPCC-Bericht, von dem ich gesprochen habe, der wurde mal ganz kurz in 10 Sekunden in der Tagesschau erwähnt und dann ging es wieder um Corona und um die Ukraine und so weiter. Überall, wo in Ländern etwas anderes versucht wurde, mit wirklich sehr, sehr guten Motiven und auch guter Praxis, der wurde halt einfach umgebracht. Und überall wird einfach Forschung auch einfach also verhindert, die etwas Gutes machen. In den Sozialwissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften, das weißt du ja auch, wie wirklich einseitig unsere Heranwachsenden da auch gelehrt werden. Die werden ja alle gar nicht zum Suchen animiert. Also Ja, jetzt es ist würde leider ich so. sagen, es ist so, wir brauchen da eine gehörige Portion von Wut gegen diese Machtverhältnisse. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, der du da doch sehr negativ bist, was diese rebellische Potenzialität betrifft. Was ist denn dann für dich der Ausweg? Das, wenn ich wüsste. Der Punkt ist der, dass wir es nur als Menschheit insgesamt wuppen oder gar nicht. Es ist ein globales Problem. Der gesamte Planet betroffen. Das heißt, auch die Gattung Mensch muss, wenn sie das Problem erkennt
Und ich glaube, da liegt schon der erste Punkt, die Erkenntnis, dass das Problem wirklich so ist, ist noch gar nicht durchgedrungen, weil man sich es einfach nicht vorstellen kann. Und Jetzt weil die Medien darüber auch nicht sprechen. Jahrhunderte und Jahrtausende hat es funktioniert und es ging immer weiter. Und aus diesem Grund können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen, dass tatsächlich unser Planet endlich ist, dass die Ressourcen des Planeten endlich ist. Also wir müssen also wirklich schauen, dass die Erkenntnisse, die die Wissenschaft hat, egal ob jetzt das MIT ist oder IPCC oder ob das jetzt lokale Forschungsinstitute oder das Potsdam Forschungsinstitut für Klima oder was auch immer ist, die haben ja alle die gleichen Erkenntnisse. Unsere Aufgabe als Medienschaffende, diese Erkenntnis wirklich weiter in den Vordergrund zu schieben. Und da muss ich sagen, dass da versagen die sogenannten Leitmedien wie die Tagesschau, wie der Spiegel, wie die Süddeutsche, auch sogar wie die Süddeutsche in einem großen Umfang, weil die einfach die Prioritäten anders setzen. Und wir diese Brisanz dieser Gefahr, die die Wissenschaft uns ohne jeglichen Zweifel aufzeigt, nicht übersetzen in Botschaften, die dann Mensch einfach verstehen kann. Das ist auch nicht einfach, weil die Thematik so komplex ist. Deswegen habe ich es ja versucht, das in 9.500 Worten ganz einfach formuliert zu machen, auch wenn letztendlich natürlich sowas immer populistisch rüberkommt oder weil es einfach immer eine Vereinfachung, eine Verallgemeinerung ist. Aber genau an der Erkenntnis fehlt es schon. Und wenn die Erkenntnis da ist, dann muss die in Aktion münden. Und die Aktion muss natürlich sein, sie muss weltumfassend sein. Das heißt, wir können nicht Länder raushalten, wir können Putin nicht raushalten, wir können die Chinesen nicht raushalten, wir können auch Biden und die USA nicht raushalten. Wir müssen quasi weltweit an diesem Problem arbeiten. Und ich denke, wir müssen, wie du sagst, eine Revolution in Gang setzen. Und zwar alle. Und dafür muss die Akzeptanz da sein. Und ich denke, die Vorreiter sein muss die Wissenschaft. Weil wer sonst schafft Wissen? Es schafft nur die Wissenschaft Wissen. Ja. Und die muss ein System ausarbeiten, das funktionieren könnte. Und da muss es ausprobiert werden. Und da muss es umgesetzt werden. Und zwar schnell. Ich würde zu den Wissenschaftlern noch die Eltern, die Bauern, die Arbeitenden, Richtig, die ja. Menschen, die sich einfach als Bürger aktiv engagieren und die die Welt lieben und auch ein Teil der Natur sein wollen, dazu zählen. Und ich glaube, wir können auch vielleicht dieses Gespräch schließen, also mit diesem Auftrag, also an uns Medien, auch unsere alternativen Medien vor allen Dingen, aber an uns Bürger auch, dass wir uns bei dieser Suche beteiligen, dass wir endlich auch wirklich unsere Vorstellungskraft erweitern und im Freundeskreis und unter Kollegen immer wieder auch mal nachdenken, wie könnte es eigentlich anders funktionieren? Und ja, ich denke, wir wissen, was wir zu tun haben. Und so ist halt tatsächlich jeder gefragt, in seinem Leben dieses Wirkungsfeld zu finden für sich, um ein Teil des Wandels zu sein. Ja, und hoffen, dass wir und in nächsten, dass die Menschheit in den nächsten 100 Jahren noch das Ruder rumreißt. Ja. Für unsere Kinder und Enkel. Genau.